Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer, ich bin Journalist und Kriegsreporter und möchte heute über die SPD sprechen und darüber, was in Sachen Ukraine innerhalb der SPD passiert, denn da ist sehr viel passiert. Unter anderem hat der SPD-Fraktionschef Mützenich vom Krieg einfrieren gesprochen, was heftige Kritik ausgelöst hat. Heute wurde er dafür sogar von Altkanzler Gerhard Schröder, den ich eher Kreml-Lobbyisten nenne, gelobt. Und das ist ungewöhnlich. Einer, der Rolf Mützenich auch verteidigt und den Bundeskanzler und der in Sachen Ukraine wahrscheinlich in fast jeder Frage anderer Meinung ist als ich, ist Ralf Stegner. Er ist Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Ich begrüße Sie, Herr Stegner. Hallo, Ronsheimer. Herr Stegner, wie sehr schmerzt Sie das, dass jetzt auch noch Kreml-Lobbyist Gerhard Schröder Sie lobt, die SPD? Das schmerzt mich gar nicht, weil es mich nicht überrascht, aber es hat auch keine Bedeutung. Also insofern, übrigens gegen Lob kann man sich genauso wenig wehren wie gegen Kritik. Ist ja, wie das ist. Aber es zeigt ja schon etwas, dass ausgerechnet Gerhard Schröder jetzt die Position von Rolf Mützenich und von Olaf Scholz lobt und sagt, das ist genau das Richtige. Und wir wissen alle, Gerhard Schröder ist immer noch sehr eng mit Wladimir Putin, dem russischen Diktator, dem Kriegsverbrecher, derjenige, der diesen Krieg begonnen hat. Also das muss ihn doch zu denken geben. Nein, das folgt aus, zeigt überhaupt nichts. Genauso wenig, wenn die AfD im Bundestag klatscht bei irgendwas, was man sagt, das machen die fast nie, die beschimpfen einen nur. Wenn sie es doch tun, kann man sich dagegen nicht wehren. Und es hat vor allen Dingen mit einem überhaupt nichts zu tun. Insofern zeigt es auch nichts, sondern es zeigt eigentlich nur sozusagen, wie verrückt die Welt ist. Aber das beschäftigt mich nicht. Wer einem Applaus spendet, ist mir völlig schnurz, solange man nichts gemein hat mit Positionen, die solche sind, wie Sie sie gerade beschrieben haben. Und damit habe ich nichts gemein. Und deswegen berührt mich das nicht. Es ist übrigens eine ganz andere Frage, ob man mit jemandem zusammenarbeitet, zum Beispiel, der kuriose Positionen hat. Wenn wir also über Asyl- und Flüchtlingspolitik reden, dann haben wir ein Problem in Deutschland manchmal, was die Abgrenzung nach rechts etwa angeht. In diesen Fragen kriegen Sie manchmal Applaus von Leuten, mit denen Sie nichts zu schaffen haben. Nichts zu schaffen. Schröder scheint ja immer noch einen gewissen Einfluss auch auf die SPD zu haben. Woher nehmen Sie das? Als Altkanzler. Ich habe mich gefragt, bei der Position des Einfrierens. Damit haben Sie, also Rolf Mützenich im Bundestag, muss man einmal wiederholen, der hat gefordert, man müsse auch über ein Einfrieren des Krieges nachdenken. Das war für viele Alliierte Deutschlands ein Schlag ins Gesicht und der Kreml dagegen wird gefeiert haben, denn wenn Rolf Mützenich als Fraktionschef sowas sagt, dann tut das wahrscheinlich nicht, ohne vorher mit dem Kanzler gesprochen zu haben. Warum hat er das gemacht? Weder glaube ich, dass es ein Schlag ins Gesicht für einen ist, noch glaube ich, dass irgendjemand feiert. Und vor allen Dingen der Zusammenhang ist der entscheidende. Rolf Mützenich hat zu Recht angemerkt, dass wir nicht nur über die Frage reden sollten, wie Kriege geführt und möglicherweise gewonnen, aber vielleicht auch nicht werden, sondern wie sie beendet werden können. Das war der Einleitungssatz zu dieser Bemerkung. Und dazu trügen dann bei, und über das Wort einfrieren mag man streiten, aber der Sinn, der dahinter steckte, wenn man ihn kennt und den ganzen Zusammenhang dessen, was wir auch beschlossen haben und was er bisher mit beschlossen hat und mit angeführt hat, Rolf Mützenich, was er vor allen Dingen sagen wollte, ist, ohne Waffenstillstehen, ohne dass die Waffen schweigen, wird man überhaupt nicht dazu kommen, über ein Ende des Krieges zu reden. Und wenn man über ein Ende des Krieges nicht redet, dann haben wir jeden Tag Tote, Verletzte, Vertreibung, Vergewaltigung, Zerstörung, Tag für Tag für Tag für Tag, ohne sichtbares Ende. Und wenn Sie Gebiete an Russland abgeben, Herr Stegner, also wenn sozusagen Putin diese Hoheit über die Gebiete behält, dann haben Sie dort Folterungen, Vergewaltigungen, Sie haben eine Auslöschung der ukrainischen Kultur in diesen Städten und Dörfern. Das habe ich alles dort wahrgenommen, wenn ich in früher besetzte Städte gekommen bin und mit den Menschen dort gesprochen habe. Es klingt ja so, als sei dann ein Einfrieren des Krieges, so wie Mützenich es formuliert hat, aus Ihrer Sicht deshalb gut, weil es dann keine Gräueltaten mehr gäbe. Aber nein, das Gegenteil ist nein, ja der nein, Fall. Nein, nein, nein. Erstens nochmal, Sie haben da wieder eine Schutzfolgerung gezogen, die nicht zulässig ist. Herr Mützenich hat nicht von Gebietsabtretungen gesprochen. Naja, einfrieren und einfrieren. Darf ich mal sagen, was ich darunter anderes verstehe? Ich verstehe darunter. Haben Sie ihn mal gefragt, was er versteht darunter? Ich weiß, was er darunter versteht, weil wir uns ja auch austauschen und ich seine Politik ja kenne und vertrete und unterstütze. Übrigens, die gesamte SPD-Fraktion tut das.
und die SPD insgesamt auch und ich glaube die Bevölkerung übrigens auch, der Punkt ist nicht sozusagen Gebietsabtretung. Im Gegenteil, wir haben immer betont, alle, die solche Dinge sagen, die Ukraine ist ein souveräner Staat, die Deutschen haben denen überhaupt nicht öffentliche Vorschläge zu machen, sondern es geht ausschließlich darum... Und Herr Stegner, wenn man einfrieren sagt, den Satz wenn man einfrieren sagt, erlauben Sie, dass ich es erkläre? Ganz kurz, wenn man einfrieren sagt, das Wort steht für Gebietsabtretung. Schon er hat immer nicht, gestanden, auch in der Vergangenheit. Wir reden nicht über Permafrost, sondern wir reden darüber, dass es... vielleicht regionale, vielleicht zeitlich befristete, jedenfalls Waffenstillstände geben, was damit überhaupt geredet wird und damit man zu Verhandlungen kommt, um ein Ende dieses täglichen Sterbens zu machen. Dass wir keine Situation wollen, wo russische Diktate über ukrainische Bevölkerung stattfinden, all das, was Sie schildern, verharmlost ja kein Mensch, der Putin ist ein Kriegsverbrecher, da werden Sie kein Wort des Verständnisses von mir hören oder irgendetwas, was das verharmlost. Ganz im Gegenteil. Ich habe auch nicht gesagt, der Endzustand sollte sein, dass die Gebiete abtreten. Wir haben das Gegenteil beschlossen im Deutschen Bundestag. Übrigens mit Rolf Mützenich, der hat ihn mit ausgehandelt, diesen Text. Also er ist ja nicht schizophren. Ja, aber es geht warum, also darum, warum, es geht schlichtweg darum. Warum nennt er denn dann diesen Begriff jetzt? Also Sie sagen, dass es diesen Beschluss gab der SPD und jetzt spricht er über ein Einfrieren. Warum denn dann? Er hat im Kontext, sagt das nochmal, der Satz begann mit dem Hinweis, wir können nicht nur darüber sprechen oder wir sollten nicht nur darüber sprechen, wie Kriege am besten geführt werden, sondern wie sie beendet werden können. Und ich habe den Eindruck, und da teile ich das ausdrücklich, dass wir nur noch darüber reden, wie der Krieg gewonnen wird. Ich will als Beispiel nennen, der Papst wird kritisiert, weil er... Lassen Sie mich nur mal eben sagen, weil das ein ähnlicher Vorgang ist. Nee, wir wollen bitte bei Rolf Mütze nicht bleiben und dem Wort. Ich komme sofort zu ihm zurück. Ich bin nicht mal Katholik. Ich will nur das Beispiel nennen. Der Papst redet auch darüber, dass es Friedensverhandlungen geben soll. Er hat das Beispiel weiße Fahne benutzt. Das ist kein glückliches Wort, weil man darunter Kapitulation heute versteht. Muss man verstehen. In der Originalbibel versteht man darunter übrigens nicht Kapitulation, aber die Bereitschaft, über Frieden zu reden. Und er wird attackiert. Was soll die Kirche denn tun, außer über Frieden zu reden? Soll die Waffen segnen? Also jetzt kommen Sie von Rolf Mützenich zum Papst, zur Kirche. Ich möchte gerne bei Mützenich bleiben. Und der Frage, ich habe immer noch nicht verstanden, wenn der Fraktionschef der SPD, einer der mächtigsten Männer in der SPD, jemand, der entscheidend auch diesen Kurs der Regierung vorgibt, wenn der plötzlich in seiner Bundestagsrede von Einfrieren des Krieges spricht, dann weiß er doch ganz genau, was er damit auslöst, nämlich genau diese Debatte. Und natürlich würde, wenn man einen Krieg einfriert, würde es bedeuten, man würde an der Linie, wo momentan gekämpft wird, man würde sagen, bis zu einem gewissen Zeitraum wäre das jetzt in russischer Hand. Man würde es sozusagen akzeptieren. Nein. Was man zu sehen muss, ist zum einen, dass Rolf Mützenich gesagt hat, wir unterstützen die Ukraine weiterhin, tun das übrigens als zweitstärkster Unterstützer auf der Welt, als größter Unterstützer in Europa. Dabei soll es auch bleiben, das sollen wir auch weiterhin tun. Es geht ausschließlich um die Frage, wie man überhaupt dazu kommen kann, dass nicht ein womöglich ewig andauernder Krieg, den keine Seite gewinnt, wo täglich Menschen sterben. Und Sie können sagen, in der Tat, da wo die Russen Gebiete übernehmen für längere Zeit und dort walten und schalten können, wie sie wollen, da herrschen Gräueltaten, da wird die Bevölkerung, das kann niemand wollen. Es kann aber auch niemand wollen zu sagen, wir tun halt einfach nichts oder liefern weiter Waffen und dann bleibt das mit dem Krieg, wir sind täglich sterben Leute. Aber damit sagen Sie jetzt ja, dass diese Gebiete dann vorübergehend in russischer Hand bleiben. Damit sage ich, dass häufig Kriegsende oder das Ende von Kriegshandlungen so in Verhandlungen mündete in der Vergangenheit, in anderen Konstellationen, dass das, was man möchte, man nicht sofort erreicht. Sondern dass das manchmal ein bisschen dauert. Aber das ist immer noch besser, aber der Moment als noch mal, den Herr Krieg Stegner, einfach jetzt, fortzusetzen. Jetzt sagen Sie also, diese Gebiete sollen dann bis zu einem gewissen Zeitraum, und ehrlicherweise muss man sagen, dass das dann wahrscheinlich in uns Endliche gehen würde, in russischer Hand bleiben. Ich habe vor allen Dingen gesagt, es hat die Ukraine zu entscheiden und nicht wir, sondern der Vorschlag von Rolf Mützenich war ausschließlich... Aber wenn das so ist, dass die Ukraine das zu entscheiden hat, warum spricht dann Rolf Mützenich im Bundestag von Einfrieren? Weil er davon gesprochen hat, dass im Bundestag Menschen fordern, und zwar in ziemlich rauem Ton. Das Einzige, was wir tun müssen, was den Krieg schnell beendet, das ist die Argumentation, ist immer mehr, immer offensivere Waffen zu liefern. Davon kann aber gar keine Rede sein, dass der Krieg beendet wird. Im Gegenteil, ich habe den Eindruck, wir reden über einen Stellungskrieg, auch ein verharmlosendes Wort, täglich sterben Menschen. Und wir kommen gar nicht zu etwas, was anderes ist als diese grausame Wirklichkeit. Und ja, ich meine, wir kommen ja dazu, dass die Leute sagen, wer über Frieden redet, der
ist der eigentliche Bösewicht, der muss hier beschimpft werden. Wer über Waffen redet, der kommt schneller zum Frieden. Ja, die Empirie sagt etwas anderes. Aber Herr Stegner, wenn Sie sich anschauen, was Wladimir Putin auch in den letzten Tagen und Wochen wieder gesagt hat, nämlich, dass er keinerlei Interesse an Verhandlungen hat, dass er sich darüber freut, dass die Ukraine Munitionsprobleme hat, dass er sich darüber freut, dass er seine Truppen mobilisieren kann und in der Ukraine es schwieriger wird, dann zeigt das doch ganz klar, dass Wladimir Putin diesen Krieg weiterführen will. Es zeigt vor allen Dingen eins, was einen doch nicht wundern darf, wenn man ein bisschen realistisch ist. Wir haben da auch keine Wahlen jetzt gehabt, sondern es war eine reine Farce. Es gibt keine demokratische Opposition, die sind in Lagerhaft oder im Gefängnis. Der hat das Land vollständig im Griff, so wie es jedenfalls aussieht. Und diese Propagandasprüche, ich wundere mich immer, wer das ernst, ich habe noch nie erlebt, noch nie in irgendwelchen Kriegen, dass das, was die Leute im Mikrofone erzählen und die Propaganda, die sie betreiben, irgendetwas mit dem zu tun hat, was am Ende, wenn man zu Einigung kommen will, hinter verschlossenen Türen durch stattfinden muss. Der richtet sich ja an die eigenen Leute mit dem, was er da redet. Wladimir Putin hat schon vor 20 Jahren gesagt, dass er das Sowjetreich zurück will. Und ehrlicherweise hat er in den letzten Jahren immer ziemlich klar... er hat immer klar gesagt, was er will, auch in den vergangenen Jahren, und hat seine Aggression, wenn man sich seine Reden anschaut, immer sehr klar angekündigt. Aber fallen wir auf die Propaganda rein? Was heißt reinfallen? Aber wir müssen dann doch schauen, was er gewillt ist zu tun oder nicht gewillt ist. Ja, die Frage ist, ob man Druck auf ihn ausüben kann. Und ich will mal einen Punkt sagen. Ja, Druck können Sie ausüben, indem Sie Waffen liefern. Ich sage zum Beispiel, indem man zum Beispiel jemanden, der mehr Einfluss auf ihn nimmt, wie die Chinesen, da gibt es schon ein erfolgreiches Beispiel. Die Russen kamen mit ihren Nukleardrohungen. Olaf Scholz ist in Peking gewesen. Der amerikanische Präsident hat dann auch gesprochen mit ihm. Die Reaktion war jedenfalls... Letzte Woche hat Putin wieder atomare Drohungen ausgesprochen. Auch das Getreideabkommen war eine Weile, hat eine Weile funktioniert. Aber ich will mal sagen, was ist denn die andere Seite? Die andere Seite ist doch, wenn man der Logik folgt, man muss nur genügend Waffen liefern, dann wird das schon. Putin hat eindeutig viel, viel mehr Soldaten, als die Ukraine hat. Ihm sind seine Soldaten leider auch Schnurz. Die sterben ja noch mehr davon als Ukrainer, obwohl auch sehr viel mehr Ukrainer sterben, glaube ich, als das öffentlich bekannt ist. Er hat also sehr, sehr viele Soldaten. Wir liefern Waffen, 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 Waffen. Und am Ende sozusagen führt es nicht dazu, dass der Krieg entschieden werden kann. Das heißt doch auf Dauer, wenn dann die Soldaten irgendwann ausgehen, zynischerweise gesagt, dass man dann über die Diskussion zu sprechen kommt, die Herr Macron angestoßen hat, dass wir über Landtruppen reden, dass womöglich Landstreitkräfte von der NATO beteiligt werden, dann sind wir im Weltkrieg. Und deswegen ist die Konstellation doch eine, wo man sagen muss, ein Krieg, der erkennbar kein Ende hat, jedenfalls keins, was dazu führt, dass Russland besiegt würde, da muss man doch die Frage stellen, dürfen im Deutschen Bundestag, zumal wir die Ukraine stark unterstützen bei der Verteidigung, auch militärisch, stärker als jeder andere, dass man auch darüber redet, wie man dazu kommen kann, dass es überhaupt Gespräche gibt. Nur dann müssen Sie doch so ehrlich sein, und da halten Sie sich jetzt zurück, weil Sie wahrscheinlich Sorge davor haben, dass das neue Wellen schlägt. Wenn Sie von Einfrieren sprechen, dann müssen Sie doch auch gleichzeitig die Realitäten, die damit zusammenhängen, auch aussprechen. Und Sie müssen aussprechen, Herr Stegner, dass wenn Sie etwas einfrieren an dieser Linie dieses Krieges, an den Schützengräben, in denen ich immer wieder war und gesehen habe, wie die Russen die Ukraine angegriffen haben und die Dörfer, die von den Russen kaputtgeschossen wurden und die sie erobert haben, zuletzt Avdiivka und andere, dass dann diese Dörfer und diese Städte, und das ist dann auch ihre Verantwortung, wenn sie sich dafür aussprechen, dass etwas eingefroren wird, dass diese dann in russischer Hand sind und dass Russland dann mit diesen Dörfern und vor allem diesen Menschen machen kann, was Russland will. Und Russland hat immer wieder angekündigt, allen voran Wladimir Putin, dass er die Existenz der Ukraine auslöschen will, dass er die Existenz der Ukraine nicht anerkennt, dass er nichts Ukrainische anerkennt, dass er diese Nation kaputt machen will. Sie werden von mir erstens keine Verharmlosung von irgendwas finden, was der Putin macht. Das ist ein Kriegsverbrecher, damit habe ich nichts gemein. Und ich muss gar nichts. Und Angst habe ich schon gleich gar nicht, auch nicht vor Ihrer Sendung oder was wir interpretiert. Ich kann Ihnen nur sagen, der Punkt ist, dass ich fest davon überzeugt bin, wenn man einen Krieg nicht gewinnen kann und vielleicht erreichen kann, dass man ihn nicht verliert, aber nicht gewinnen kann, dass es dann jedenfalls legitim ist, darüber zu reden, wie man zu einem Frieden kommen kann, und zwar in einer Form, der nicht die Kriegsziele Putins umsetzt, der nicht zur gewaltsamen Veränderung von Grenzen führt, auf Wegen zum Beispiel, indem man andere, die unsere Position nicht in jedem Punkt teilen, die uns auch keinen Gefallen tun wollen, aber die mächtig sind, wie die Chinesen zum Beispiel, wie die Brasilianer, wie die Inder, wie andere, es gibt ja solche Initiativen, über die wird nur kaum geredet.
Über Waffen redet in Deutschland jeder Trottel. Jeder, der nicht mal ein Gewehr unterscheiden kann von einem Regenschirm, sozusagen redet über Waffen. Über Diplomatie kann man nicht reden, weil die hinter verschlossenen Türen stattfinden muss. Und zu spekulieren, was passiert, wenn, oder leichtfertig zu sein. Es gibt gar kein Eskalationsproblem, höre ich da flöten. Von Leuten, die mir erzählen, man müsse den Krieg nach Moskau in die Ministerien tragen. Von Leuten, die sagen, na, man dürfe das auch nicht ausschließen mit den Landtruppen. Also ich meine mal, bei aller Liebe, wenn Sie mit der Bevölkerung in Deutschland reden, dann sagen Ihnen die Menschen überall, wir wollen die Ukraine unterstützen. Ja, tun das auch. Ein sozialdemokratischer Kanzler gewesen, der das Sondervermögen vorgeschlagen hat. Wir tun das auch. Aber wir wollen nicht, dass der Krieg ausgeweitet wird auf Deutschland und die NATO. Das hat Olaf Scholz genauso zugesagt für Deutschland. Und das, dazu muss man einen Beitrag auch leisten. Und kann nicht einfach sagen, naja, vielleicht kommt es dann mit der Eskalation. Sie sagen immer wieder, dass Waffen da nichts verändern können oder dass die Ukraine den Krieg nicht gewinnen kann. Wenn ich zurückblicke auf den Beginn des Krieges, würde ich so weit gehen, dass wenn Waffen früher geliefert worden wären, bestimmte Panzer, bestimmte Waffengattungen auch aus Deutschland, dass die Ukraine zum Beispiel bei den Rückeroberungen im Jahr 2022 sehr viel schneller, sehr viel erfolgreicher noch hätte sein können, dass das Problem war, die verzögerte und schleppende Waffenhilfe, die nicht so entschlossen war, dass die Ukraine tatsächlich diese weitreichenden Gebiete zurückgewinnen kann. Aber wenn man der Ukraine bestimmte Waffen gibt, und das haben wir eben in 22 gesehen, als Städte wie Cherson, aber auch Liman im Kharkiv-Gebiet zurückerobert werden konnten, da hat doch die Armee bewiesen, dass sie mit der entsprechenden Unterstützung das kann. Jetzt sagen Sie, das kann man nicht. Das Problem mit den Wenn-Sätzen, ich bin im Gegensatz zu Ihnen kein Militärexperte, maß mir das auch nicht an, aber das Problem mit den Wenn-Sätzen ist immer, das kann man leicht sagen. Ich stelle nur fest, die Behauptung und die Kritik, Deutschland liefere nicht genug Waffen und sei überhaupt zögerlich, stimmt mit der Realität nicht überein. Wir liefern mit Abstand am meisten in Europa. Ist die Frage, welche Abstand. Statistik man sieht, wenn man es einfach die schlichte Zahl, wir liefern mit Abstand nein, am meisten. Wenn man es am Bruttoinlandsprodukt, Herr Stegner, wenn man es am Bruttoinlandsprodukt misst, da steht Deutschland nicht ganz vorne. Wollen Sie das immer wissen wollen? Objektiv, wenn Sie die objektiven Zahlen angucken, schlichtweg normale Rechenzahlen vergleichen. 28 Milliarden Euro ist mit Abstand die größte Unterstützung in Europa. Und wir unterstützen übrigens mit etwas, was dann beiseite gewischt wird, was ich ganz besonders wichtig finde. Wir liefern Luftabwehr, die die zivilen Zentren, die Schulen, die Krankenhäuser, die Kindergärten, die Energieversorgung sichern, die Zivilbevölkerung schützt, mit modernsten Systemen, die moderner sind als Teile von Dingen, die wir selbst anwenden. Und das ist doch ein wichtiger Beitrag, den wir leisten und der damit dazu beiträgt, dass Menschen geschützt werden von russischen Raketen. Ich habe nur in Frage gestellt gerade, ich habe nur Ihre Aussage in Frage gestellt, dass Sie sagen, dass mit weiteren Waffen die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnen kann. Gewinnen heißt, eine Atommacht, die zweitgrößte der Welt, zu schlagen, die deutlich mehr Soldaten hat, als die Ukraine sie verfügt. Ich finde, was die Ukraine leistet, ist wirklich bemerkenswert in der Form, wie sie sich verteidigen. Über die Unterstützung ist es auch. Noch kein Land ist so stark unterstützt worden in der jüngeren Geschichte, wie das für die Ukraine gilt. Und Deutschland ist, wie gesagt, überhaupt nicht zu kritisieren, sondern wir machen das humanitär, wir machen das ökonomisch, wir machen das politisch, wir machen das auch militärisch. Ich bin skeptisch, was die militärischen Unterstützung angeht. Ich will das deutlich sagen. Weniger, was solche Fragen wie Luftabwehr oder Munition angeht, damit sie sich verteidigen können. Aber ich glaube eben nicht, dass man, wenn man nur genügend offensive Waffen, Kampfpanzer, Kampfflugzeuge, jetzt die Marschflugkörper, wobei übrigens die Taurus noch eine ganz andere Qualität haben als die französischen und englischen, dass man damit gegen Russland gewinnen kann. Die Frage ist, was man damit auslöst. Ob man den Krieg nur verlängert, ob noch mehr Menschen sterben oder ob am Ende eine Eskalation ausgelöst wird, wo man doch Kriegsteilnehmer wird, was wir wirklich verhüten und verhindern müssen. Das ist auch unsere Aufgabe. Das setzt ja voraus, dass Sie glauben, dass Putin in irgendeiner Form rational handelt und stoppen würde. Also nehmen wir an, man würde nach Rolf Mütze nicht handeln, dass es ein Einfrieren des Krieges gäbe und dass man dann davon ausgeht, Putin wäre an irgendeiner Form von Waffenstillstand, Verhandlungen, Abkommen interessiert. Er hat ja in der Vergangenheit bewiesen, also nach Minsk und auch schon übrigens vorher bei weiteren Abkommen, dass er diese bricht. Also dass er kein Interesse daran hat, an einem Teilerfolg, sondern dass er
die gesamte Ukraine erobern will, dass er die, immer ganz kurz, dass er den Präsidenten stürzen will und dass er dann womöglich noch weitergehen könnte. Also Sie gehen ja davon aus, in Ihrer Logik, dass Putin in irgendeiner Form noch rational denkt. Ich gehe davon aus, ja, ich glaube, die Psychologisierung von solchen Leuten macht wenig Sinn. Ich stelle nur fest, er hat viele seiner Ziele überhaupt nicht erreicht. Weder ist Kiew eingenommen worden am Anfang ganz schnell, ja, aber das ist eine, noch hat er sich sicher gewünscht, wenn Sie so dass weitermachen, Finnland und ist Schweden, eine Frage der dass Zeit. Finnland und Schweden, Sie müssen mich ja nicht beschuldigen, Sie können ja anderer Meinung sein, wenn die mal die Kirche im Dorf lassen. Finnland und Schweden ist der NATO beigetreten, die Sicherheit um die Ostsee hat sich deutlich verbessert für die baltischen Staaten und für Polen. Das hat der Putin sicherlich nicht gewollt. Auch, dass die NATO relativ gut zusammenhält, von der Macron gesagt hat, dieser Hirntod, das hat er sicher auch nicht gewollt. Große Erfolge erzielt er auch nicht. Und auf Dauer ist der Boykott mit westlichen Technologien auch nicht das, was ich wünschen kann. Und den Chinesen gefällt das auch nicht. Also so groß sind die Erfolge nicht. Ich sage ja auch nicht, ich gehe nicht davon aus, dass Putin den Krieg gewinnt. Ich glaube auch nicht, das dürfen wir auch nicht zulassen. Ich glaube auch, die Ukraine gewinnt ihn nicht. Nur das, was wir Stellungskrieg nennen. Aber was, immer ist, denn mehr Waffen, ihre, was ist denn dann Ihre dazu. Lösung, Herr Stegner? Ich wünsche mir, und ich finde, das muss man doch mindestens respektieren, dass das nicht... Ich finde das Zynismus, dass man gar nicht darüber redet, dass jeden Tag so viele Menschen sterben. Ich finde das alleine Zynismus dieses, von Ihnen. Alleine dieses ändern zu wollen, finde ich, hat doch mindestens, ist doch mindestens eine ehrenwerte Position, die man doch respektieren können muss, auch wenn man anderer Auffassung ist. Nur zu sagen, nein, weil Sie davon Panzer ausgehen, retten Leben nein. oder Marschflugkörper retten Leben, das ist doch grotesk, nein, da sind wir Sie doch bei Orwell. Ja, Sie würden dann ja argumentieren, dass Putin aufhören würde. Ich sage Ihnen, wenn es eine Art Einfrieren gäbe, würde Putin seine Kräfte neu sammeln, würde noch weitere Waffenproduktionen anschmeißen und würde dann seinem großen Ziel, nämlich der Gesamteroberung der Ukraine, noch näher kommen. Und er würde einen taktischen Frieden eingehen für mehrere Monate, vielleicht Jahre, vielleicht wie nach 2015, als er 22 angegriffen hat. Und es würde das Gleiche und noch mal schlimmer passieren. Und Sie argumentieren, es sei zynisch. Ich sage Ihnen, es ist zynisch zu glauben, dass dann weniger Menschen sterben würden, sondern es würden wahrscheinlich noch mehr Menschen sterben. Ich habe Respekt vor Ihren Vorhersagefähigkeiten, sozusagen, ich verfüge darüber nicht so. Ich will aber mal zwei Dinge feststellen. Erstens, es geht nicht nur um Gut und Böse, sondern über manche Dinge haben wir noch gar nicht geredet. Es geht sehr klar um Gut wir und Böse. Nicht nur, es geht nicht nur um Gut. Aber doch, es geht sehr klar um Gut und Böse. Ich werde mal sagen, worum es auch noch geht. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, was ist eigentlich, wenn man eine Rakete auf polnischem Boden runterkommt, die das gar nicht sollte. Wenn ein regionaler Kommandeur die Nerven verliert. Wenn das Atomkraftwerk stark beschädigt wird oder sowas. Was passiert zum Beispiel dann? Sie wollen Angst machen offenbar in der Debatte. Das ist ja auch das Ziel der SPD. Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Aber die sagen, Sie wollen den Menschen Angst machen, die sagen, es gibt keine Eskalationsrisiken. Schauen Sie, wenn Ronzheimer und Stegner sich irren, ist das nicht schlimm. Wenn der Kanzler sich irrt, ist das ein richtiges Problem. Der Kanzler hat Verantwortung. Und deswegen zu sagen, es gibt keine Eskalationsrisiken, lass uns mal machen. Das können Sie leichter herreden. Die Union kann das auch. Und ich könnte das auch. Wenn Sie Verantwortung tragen, dann ist nicht wichtig, was Sie für wahrscheinlich halten, sondern geht es auch um den Eintritt sozusagen dessen, was an Schaden eintreten kann. Und der Bundeskanzler hat zum Beispiel verpflichtet und hat seinen Amtseid drauf geschworen, dass er auch Schaden von der deutschen Bevölkerung fernhält. So wie Sie das jetzt formulieren, hat das auch Gerhard Schröder heute formuliert und hat gesagt, Olaf Scholz hat vollkommen recht mit seiner Taurus-Politik. Also mir Bleiben würde das, Sie mir weg mit Gerhard Schröder. Der hat früher seine Verdienste gehabt. Der hatte recht im Irakkrieg, anders als Angela Merkel. Er hat nicht recht in dem, wie er sich momentan verhält als Lobbyist für Putin. Damit habe ich nichts am Hut. Und kommen Sie mir mit Argumenten und nicht mit irgendwelchen Leuten. Ich komme Ihnen ja mit Argumenten. Das würde ich sympathischer finden. Die ganze Sie kommen Zeit mit Verdächtigungen und Unterstellungen. Nein, und Prognosen. Ich komme die ganze Zeit mit Argumenten. Nein. Die ich dort wahrnehme in der Ukraine, wo ich mit Leuten spreche, wo ich selbst an der Front bin und Ihnen, glaube ich, Respekt ein relativ genaues Bild zeichnen kann. Aber ich möchte nochmal auf Rolf Mützenich zu sprechen kommen. Das ist mir auch sehr sympathisch. Rolf Mützenich hat... oder wurde jetzt nicht nur von mir und anderen scharf kritisiert, gerade eben auch von der FAZ, die ihn mit dem Briten Premier Chamberlain vergleicht. Der, muss ich kurz erklären, der 1938 zusammen mit Frankreich Hitler das Sudetenland zugestand in der Hoffnung auf Frieden. Und statt Peace of Our Time, also Chamberlain nach seiner Rückkehr in London, brach dann ein Jahr später der Zweite Weltkrieg los. Und Mützenich zielt ja, und das war auch mein Argument mit diesem Einfrieren, darauf, dass es ein Ende des Krieges in der Ukraine gegen Verzicht auf bestimmte Gebiete gibt. Und auch ich habe ja gerade argumentiert, danach könnte alles noch viel schlimmer werden. Also ist Rolf Mützenich eine Art Chamberlain? Also der Florian Hahn von der CSU hat das in der Bundestagsdebatte
am Donnerstag gesagt und ich habe ihm entgegengehalten, das ist eine Unverschämtheit. Ausgerechnet im Fraktionsvorsitzenden der Sozialdemokratie, die übrigens als letzte gegen Hitler Widerstand geleistet hat, anders als die Vorgänger anderer konservativer Parteien, die jetzt heute so reden, das ist eine Frechheit gegenüber Sozialdemokraten. Das muss ich mal klar sagen. Abgesehen davon muss ich Ihnen ehrlich sagen, ist der Vergleich von Hitler und Putin auch, finde ich, nicht besonders historisch. Ich habe für Putin null Sympathie. Das ist ein Kriegsverbrecher, das ist ein Diktator und Russland darf seine Ziele nicht erreichen. Vergleiche mit Hitler sind abwegig und wir haben auch nicht 1938. Es geht hier um Chamberlain. Ich habe mir erlaubt, in einer Rede, in einer Diskussion vor kurzem zu sagen, man könne nicht einfach das, was die Union erwartet, Scholz müsste jetzt nur eine Blutschweiß- und Tränenrede halten, wie damals Churchill, und dann würde das schon werden. Da habe ich gesagt, das kann man heute nicht einfach so tun, als der Churchill das machte. Das war im Mai 1940, da befand sich Großbritannien schon ein Dreivierteljahr im Krieg mit Hitler. Da hat Hitler den Weltkrieg schon eröffnet gehabt. Wir sind im Augenblick nicht Kriegsteilnehmer und wollen das auch nicht werden und wollen auch keinen Weltkrieg haben. Und deswegen finde ich solche Vergleiche vollständig daneben. Aber ich verstehe immer noch nicht, Herr Stegner. Was im Appeasement hieße, ja, dass man ankündigen würde, die Unterstützung einzustellen. Rolf Mützenich hat nichts dergleichen gesagt. Woher kommt diese Unterstellung? Im Gegenteil, wir liefern immer noch am meisten in Europa. Also, wenn Sie jetzt wieder darauf hinaus wollen, dass Sie viel liefern, dass Sie viel unterstützen, ich habe immer noch nicht verstanden, warum man dann das Wort des Einfrierens benutzt. Weil das sind ja unterschiedliche Signale. Und ich kann Ihnen sagen, und das sagen alle, die sich im Kreml ein bisschen auskennen, dass Putin natürlich so etwas feiert, wenn der Fraktionsvorsitzende von Einfrieren spricht. Dann verfügen Sie über Kontakte, die ich nicht habe. Der hat keinen Grund, irgendwas zu feiern bei Leuten, die ihn für Kriegsverbrecher halten. Die wollen, dass er den Krieg nicht gewinnt und die im Übrigen nichts übrig haben für das, was er da tut. Und die an der Fest an der Seite der Ukraine stehen, nur die Frage, wie man den Krieg beenden kann. Da sind wir offenkundig unterschiedlicher Meinung. Die einen sagen, es geht nur mit immer mehr, immer weitreichenderen Waffen. Da gibt es auch gar keine Eskalationsrisiken. Macht euch keine Sorgen, wir können das alles tun. Ja, aber wir Sie tun so, als gäbe es auf der anderen Seite keine Eskalationsrisiken. Sie tun so ganz kurz, als würde, wenn man verzichten würde, die Ukraine mit weiteren Waffen auszustatten, und als würde man sagen, okay, man friert diesen Konflikt ein, als würde das ein Ende des Schreckens bedeuten. Nein, das Gegenteil sagen, ist der Fall. Das Gegenteil Garantie, ist der Fall. Nämlich diese Eskalation kann dann noch sehr viel schlimmer werden. Es gibt keine Garantie dafür, dass das erfolgreich ist. Und ich habe auch nicht für ein Entweder-Oder, sondern für ein Sowohl-als-auch plädiert, wie übrigens Rolf Mützenich auch, dass wir neben dem, was wir jetzt schon tun, auch an, insbesondere, ich habe jetzt Luftabwehr genannt, ich habe Munition genannt, neben dem, was wir machen, nicht dafür plädiert, das einzustellen, aber darüber hinaus auch zu versuchen, Fenster zu öffnen, dass es Verhandlungen gibt, mit der Hilfe von Leuten, mit der Hilfe von Nationen, die Einfluss haben können, wie China, wie Indien und anderen, zu versuchen, Druck auszuüben. Das ist die Vorstellung. Die Vorstellung zu glauben, wir schaffen das mit militärischen Mitteln, die keinerlei Eskalationsrisiken haben, den an den Verhandlungstisch zu zwingen, halte ich für abenteuerlich. Die Militärexperten haben sich bisher weitgehend getäuscht. Und jeder, der über Diplomatie redet, wird hier verdächtigt, entweder Appeasement oder Putin-Freund oder unmoralisch. Ich wundere mich ein bisschen, warum wir eine Diskussion nicht auch in Respekt vor der Position anderer Argumente führen können und so getan wird. Ich habe den Eindruck, wir haben neue Päpste. Die Päpste sind weiblich und haben Doppelnamen. Naja, Sie sehen und ja, reden nur noch darüber, Sie, sozusagen, Sie das Waffen. Ja, Sie sehen, ich habe Sie eingeladen. Also allein das zeigt ja schon, das dass das unterscheidet ich Sie ja schon von anderen. Interessiert bin an anderen Positionen. Aber ich würde gerne noch mal darüber sprechen, was die SPD da gerade eigentlich will. Weil ich verstehe es wirklich nicht. Ganz ehrlich, Sie sagen auf der einen Seite, man will unterstützen, das man will liefern. Sie sagen, Sie stehen ganz oben in der Statistik und gleichzeitig senden Sie ja jetzt ein Signal nach dem anderen. Mützenich, über den haben wir gerade gesprochen, über das Einfrieren. Wir haben den Kanzler erlebt in den letzten Wochen, der immer wieder Machtworte gesprochen hat in Sachen Taurus. Wir haben erlebt, wie andere in ihrer Partei plötzlich dieses Thema wieder ganz massiv für sich entdeckt haben. Und der Vorwurf steht im Raum, dass die SPD das Ganze als Friedenskanzler-Geschichte nutzen will für die Wahlkämpfe, die jetzt anstehen, nämlich im Osten und in Europa. Ich finde das nicht besonders ernsthaft, das so zu betrachten. Wer den Kanzler kennt, der weiß, dass er seine Position aus Überzeugung vertritt. Und nebenbei merkt in der Bevölkerung, das ist die Schwachstelle ihrer Argumentation übrigens, wir haben ja zwei Kriege. Wir haben einen Krieg auf dem Schlachtfeld, schlimm genug für die, die davon betroffen sind. Und wir haben einen Krieg um die öffentliche Meinung in den westlichen Demokratien. Schauen Sie mal nach Amerika, nach Frankreich, nach Deutschland. Die Leute sind bereit, die Ukraine zu unterstützen. Manche versuchen schon, die Union macht das auch ein bisschen, zuzuspitzen und zu sagen, na ja,
Die Unterstützung müssen wir schon aus dem normalen Haushalt machen. Da können wir nicht mehr so viel Sozialstaat haben. Wir brauchen ja die Schuldenbremse. Das heißt, sie schieben soziale Sicherheit gegen äußere Sicherheit. Gewinner davon sind nur Rechtspopulisten. Dann kommt der Macron und sagt, man muss über Bodentruppen nachdenken. Die Leute wird Angst und Bange. Sie erwarten von dem Kanzler, sie erwarten von ihm, dass er klipp und klar sagt, dass das nicht in Betracht kommt. Hat er dann auch getan. Und auf der Straße ist die Reaktion übrigens eine ganz interessante. Mich sprechen Leute an, die sagen, ich bin CDU-Wähler, ich bin Grünen-Mitglied, ich bin FDP-Anhänger. Ich finde, dass es Ihr Kanzler macht, richtig. Wir wollen doch nicht ernsthaft zulassen. Seltsam, dass er so unbeliebt ist, wenn alle jetzt sagen, dass er so tolle Arbeit macht. Abwarten, Herr Ronsheimer. Wir wollen nicht zulassen, dass das Wort Frieden von denen in den Mund genommen wird, die daraus Stimmen ziehen wie die AfD, Rechtsradikale, die nichts mit Frieden, sondern die den Diktator Putin unterstützen. Oder Wagenknecht, wo das ähnlich ist. Die SPD ist nach meiner Wahrnehmung die einzige Partei und die einzige Fraktion im Deutschen Bundestag, die differenziert neben der Unterstützung der Ukraine mit all den Dingen, die wir tun, auch über die Frage diskutiert, wie schaffen wir das im Augenblick auch mit als Friedenspartei dafür zu sorgen, dass der Krieg nicht weiter eskaliert und dafür zu sorgen, dass man auch darüber redet, wie er beendet werden kann. Jetzt wie er beendet werden kann. Sagen Sie es ja selbst, Friedenspartei SPD. Das waren wir immer. Ist das Ihr Wahlclaim für die Ostwahlen? Das waren wir immer, das müssen wir gar nicht selber machen. Die Menschen kommen von alleine mit dem Thema. Uns völlig egal, ob es Landtags- oder Kommunal- oder Europawahlen sind, sie kommen von alleine. Sie sagen, müssen wir uns darauf einrichten. Schauen Sie, viele ältere Menschen erinnern sich entweder selbst daran, wie das war, in Luftschutzkellern zu sitzen, zu hungern, oder wie das ist, als der Vater nach Jahren erst aus der Kriegskrise, was das gemacht hat mit den Familien, der Krieg. Die haben auch Angst vor Krieg. Aber und Sie die glauben doch eben bewusst nicht. Diese Ängste, Moment, Herr Stegner. Wer redet von Bodenkrieg? Das war Herr Macron. Wer schließt das nicht aus? Das sind die von wissen genau, wie Ambiguität Macron reden. Das versteht gar nicht. Oh ja, also bitte. Das gilt ja nicht. Der Kiesewetter redet davon, den Krieg nach Moskau in die Ministerien zu tragen. Ja. Das ist der Sprecher der Union. Und dann sagen Sie, wir tun das. Wir tun das überhaupt nicht, aber wir ignorieren nicht, was die Bevölkerung denkt. Und woran liegt das denn wohl, frage ich Sie mal, dass 60% der Bevölkerung sagen, wir sollten den Taurus nicht machen? Ich glaube, es liegt daran, dass Sie so viele Ängste geschürt haben in den letzten Wochen. Ach ja, jetzt ist der Kanzler wieder so erfolgreich. Jetzt müssen Sie mich doch mal ausreden lassen. Bitte. Also, wenn Sie mehrere Wochen lang über Sorgen, Ängste, über Risiken sprechen, was Taurus-Marschflugkörper angeht, dann erleben wir genau das, was wir bei den Panzern im Übrigen auch erlebt haben, bei den Leopard-Panzern. Bevor die Regierung sich dann entschieden hatte zu sagen, wir liefern, gab es ein ähnliches prozentuales Verhältnis bei der Bevölkerung. Also da gab es, bevor sie dann geliefert wurden, eine ablehnende Haltung gegen die Leopard-Panzer. Und dann, als man erklärt hat, worum es geht, warum diese Panzer wichtig sind für die Ukraine, und im Übrigen hatten wir damals fast ähnliche Diskussion wie bei Taurus-Marschflugkörpern. Da wurde mir von Ministern, von Ihnen sowieso, erzählt, dass es ein unfassbares Risiko und ein Eskalationspotenzial wäre, wenn man jetzt mit deutschen Panzern auf russische Panzer schießen würde. Ganz kurz. Und Sie haben dieses Risiko über Monate diskutiert, was dazu geführt hat, dass die Ukraine eine Offensive eben nicht so schnell beginnen konnte, wie man sie hätte beginnen müssen, und wo die Russen sozusagen wichtige Zeit gewonnen haben. Also, aber wir haben bei all den Lieferungen in den letzten Monaten und in den letzten Jahren, muss man ja sagen, immer gleiche Diskussionen gehabt über das Eskalationspotenzial. Also Ich wundere mich. Es ist vor allen Dingen nie zu dem gekommen, was die Militärexperten prognostiziert haben. Ich wundere mich sehr darüber, in welchem Selbstbewusstsein sie sowas formulieren. Und ich, im Übrigen auch als Demokrat, halte ich die Bevölkerung nicht für dumm. Also zu sagen, die wissen das gar nicht, denen wird nur Angst gemacht. In Amerika, Ich habe nur verglichen, wie die Zustimmungswerte bei Leopard-Panzern waren. In Amerika werden solche Fragen wie das, was Herr Mützen nicht gesagt hat, seit Wochen und Monaten in Zeitungen diskutiert, mit deutlich weniger Aufregung als in Deutschland. Und nicht über einzelne Waffensysteme, sondern generell. Weil die Amerikaner sehr genau wissen, dass das natürlich etwas ist, worüber man reden muss, wenn man nicht will, dass das Schlimmste, was der Ukraine noch passieren kann, ist doch Folgendes, dass sie den Krieg nicht gewinnen und die Zustimmung in den westlichen Demokratien verschwindet. Das ist doch das Schlimmste, was ihnen passieren kann. Wer das nicht möchte. Das weiß ich nicht. Wenn Rolf Mütze nicht den Krieg einfriert, das bedeutet, dass die Menschen unter dem Joch der russischen Armee leben müssen, vergewaltigt werden, gefoltert werden müssen. Mal kleiner. Nee, wieso? Mütze nicht, ist nicht der Kompagnon Moment. Von Herrn Putin. Aber Rolf Mütze nicht ist SPD-Fraktionschef und da muss ich davon ausgehen, dass seine Position mit der erstmal von Olaf Scholz abgestimmt ist und er es nicht einfach alleine macht, sondern es eine Art Testballon war im Bundestag mindestens, um herauszufinden, wie da die öffentliche Wahrnehmung ist. Und dass
Dritte dabei ist, wenn wir uns anschauen, was das Schlimmste für die Ukraine sein könnte, dann wäre es, wenn man diesen Druck auf die Ukraine, den sie ja gerade aufbauen, nämlich aufrechterhält. Natürlich baut einen Druck auf. Aber meine, die SPD wird ja hier zur Weltmacht verklärt. Es wäre ja schön, wenn es so wäre, aber bei aller Liebe muss ich Ihnen sagen, das ist doch wirklich... Das würde ich hart dementieren. Dass die SPD Weltmacht ist. Also bei aller Liebe, es ist doch schon grotesk. Wenn man nur darüber redet, wie etwas anderes als den Krieg mit immer mehr Waffen zu verlängern, ohne dass eine Seite erkennbar gewinnt. Und ich kann das nicht sehen, wenn man mit amerikanischen Generälen spricht, die weit davon entfernt sind, Putin-Freunde zu sein, weit davon entfernt, dann hört man so gut wie nie die Einschätzung, die Ukraine könne den Krieg gewinnen, sondern man hört die Einschätzung, wir können erreichen, dass sie ihn nicht verlieren. Aber dann muss man doch drüber nachdenken, wie man auch Wege findet, zudem zusätzlich, nicht stattdessen, sondern aber darüber zu sprechen, wie wir zu sehen kommen. Dass wir das nicht machen, sieht man doch im Nahen Osten gerade, was das für eine Katastrophe aber ist. Aber zusätzlich, Herr Stegner, Sie können doch nicht einerseits glauben, dass Putin Deutschland, Europa, die USA ernst nimmt, wenn Sie sagen, wir unterstützen die Ukraine mit Waffen, aber gleichzeitig im Übrigen sind wir auch offen für ein Einfrieren des Krieges. Also Putin findet ja vor Lachen nicht mehr in den Schlaf. Ja, dann beschäftigen sich offenbar den ganzen Tag mit Putin. Ich tue das relativ wenig. Das ist für mich ein Kriegsverbrecher. Der gehört eigentlich nach dem Haag vor das Tribunal. Und ich beschäftige mich mit der Frage, wie kommt man dazu, dass wir ein Ende dieses Krieges hinkriegen, ohne dass Putin seine Ziele erreicht. Das ist die Frage, die mich beschäftigt. Und wenn ich in die Geschichte schaue, wie Kriege beendet worden sind und wie Kriege verlaufen sind, wenn man nicht erwarten kann und wenn man nicht möchte, in Afghanistan war 20 Jahre Krieg, dass das hier das Leid und der Tod und die Zerstörung ewig weitergeht, doch nicht, dann muss man doch auch eine Alternative aber haben. Aber doch nicht, indem man schon laut über mögliche Verhandlungen spricht. Es ist doch nicht von Kapitulation die Rede. Also klingt es aber. Na, Entschuldigung, ich weiß nicht, wer so klingt. Rolf Mützenich hat dieser Entschließung zugestimmt, wo wir gesagt haben, wir wünschen ausdrücklich nicht. Ja, und gleichzeitig hat er das gesagt, was er gesagt hat. Das hat er gesagt. Und das, was Sie so interpretieren, wie Sie es gerne mögen. Nee, nicht wie ich mag, sondern wie es in der Definition eines Einfrierens. Und man merkt ja an der Schärfe der Reaktion der Union zum Beispiel, dass die ahnen, dass das, was ich über die Bevölkerung gesagt habe, zutrifft. Also, in der Demokratie brauchen Sie Mehrheiten. Die Bevölkerung möchte nicht, dass Deutschland in einen Krieg hineingeführt wird. Sie möchte nicht, dass wir einen großen Krieg erleben. Wir hatten genug im 20. Jahrhundert, übrigens haben wir die selbst. Aber jetzt spielen Sie ja wieder mit den Ängsten, Herr Stegner. Sie meinen ich ja genau spiele das nicht mit Ängsten, ich beschreibe die Realität. Ich beschreibe die Realität. Oder sagen Sie mir doch mal, wer gewinnt im Augenblick den Krieg? Weder die einen noch die anderen. Haben die Militärexperten recht gehabt? Ich wir müssen rede jetzt gerade darüber, dass Sie eine Situation argumentieren, wo die Leute Angst vor Krieg in Deutschland haben. Das ist ja das, was sie tun. Und deswegen möchte ich nochmal zurückkommen auf die Frage, wie jetzt die SPD damit auftritt in den nächsten Wochen und Monaten. Wir haben jetzt in den letzten Tagen, in den letzten Wochen erlebt, dass es nur noch um das eine geht. Hier ist der Kanzler und mit uns gibt es Frieden und mit uns seid ihr sicher. Und ich bin der Friedenskanzler und das ist die Friedenspartei. Wird das Ihr Wahlplakat jetzt für die Ostwahl und für Europa? Die anderen sagen, der Kanzler lügt. Der Kanzler... Nein, ich rede jetzt ja von Ihnen. Nein, ich antworte, Sie beschreiben ja nur den Teil, den Sie hier diffamieren. Deswegen erlauben Sie mir schon Realitäten. Ich diffamiere nichts. Ich habe nur Realitäten beschrieben. Nein, sehen Sie, so habe ich das vorher gerade auch gesagt. Die Union sagt, der Kanzler lügt. Der Kanzler verrät Geheimnisse an die Union. Der Kanzler macht der Bevölkerung Angst. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Die Bevölkerung erwartet vom Bundeskanzler, dass er nicht nur die Ukraine unterstützt, was wir tun, trotz aller Kritik, was wir tun, sondern erwartet auch, dass sein Versprechen gilt, Deutschland wird nicht in den Krieg hineingezogen, die NATO wird nicht Kriegsteilnehmer werden. Wir werden verhindern, dass es einen dritten großen Krieg geben wird. Schreiben Sie das auf Wahlplakate für die... Das müssen wir gar nicht tun, die Bevölkerung sieht. Ich habe Ihnen gerade geschildert, ich mache jetzt über 30 Jahre Politik. Sie kriegen selten Fanpost, das gilt nicht nur für mich, sondern die Bevölkerung meldet sich in der Regel, wenn sie was zu kritisieren haben, wenn sie Briefe schreiben, meistens. In diesem Fall, seit Monaten wird man auf der Straße an. Brauchen nicht spotten. Die Leute finden das mit dem Frieden nicht witzig, sondern das ist für sie, hat eine hohe Bedeutung. Gerade die älteren Menschen, das hat eine hohe Bedeutung und die wissen genau. Und mir ist doch jemand 100-mal lieber, der erst denkt, dann redet, dann handelt und nicht forscht daherredet wie der Kiesewetter und andere Leute oder wie Macron. Ich weiß nicht, was den geritten hat. Die französische Bevölkerung wird das nicht gut finden, wenn man über Bodentruppen redet. Und gucken Sie mal an, wie die Dinge sich in Amerika entwickeln. Wir müssen doch gucken, dass wir die Zeit, wo Joe Biden jedenfalls sicher noch da ist. Ich hoffe, er gewinnt die Wahl. Ich bin auch optimistischer als andere. Aber sicher ist das nicht. Und deswegen die Gelegenheit, solange man sie hat, noch zu nutzen, diesem Schrecken ein Ende zu machen, was wir haben.
Niemand plädiert, ich will das nochmal ausdrücklich sagen, weil Sie mir das immer unterstellen, für eine russische Herrschaft in Gebieten, wo Leute unterdrückt, gefoltert und terrorisiert werden. Das tue ich nicht. Doch, das ist Ihre Interpretation, nein, die weise ich zurück. Das ist nicht meine Interpretation, die weise ich zurück. Herr Stegner. Wir müssen schon die Fakten uns genau anschauen. Denn wenn Sie für ein Einfrieren plädieren, was Sie jetzt ja mehrfach getan haben, genauso wie Rolf Mützenich, dann muss man sagen, dass ein Einfrieren bedeutet, dass bestimmte Regionen eben unter russischer Kontrolle dann sind. Dann können Sie doch nicht sagen, dafür plädieren Sie nicht. Ich habe ja auch öffentlich schon gesagt, ich bin der Meinung, dass man sehr wohl darüber reden kann, über lokal, regional, zeitlich begrenzte Waffenstillstände zu versuchen, zu Gesprächen zu kommen und den Putin dazu zu bewegen, der seine Kriegsziele ja auch nicht erreicht. Nochmal, es ist ja nicht nur so, dass ich Zweifel habe, dass die Ukraine Russland schlagen kann. Ich glaube auch nicht, dass Russland die Ukraine schlägt. Er erreicht seine Kriegsziele ja auch nicht. Es werden also nur Menschen umgebracht. Übrigens, mir tun auch die russischen Soldaten leid. Die werden zwangsrekrutiert. Die wollten auch nicht mit 20, 22 Jahren sterben. Die machen das auch nicht freiwillig. Doch, die machen es freiwillig. Nein, ein Großteil von denen macht das nicht freiwillig. Ach, wissen Sie das? Die kriegen viel Geld und gehen meistens freiwillig dahin, wo sie sind. Na, denn dann ist ja gut. Also mein Eindruck ist das nicht. Ich glaube, es gibt wenige Menschen auf der Welt, die mit 22 Jahren gerne sterben möchten. Aber es gibt viele, die Wagner-Truppen, diese Verbrecher, die aus den Gefängnissen geholt werden, da mag das zutreffen, die diese Gräuel verüben und all dieses. Ist ja auch schrecklich. Nur die Verniedlichung oder auch nur das nicht zur Kenntnis nehmen, was Krieg eigentlich bedeutet. Krieg heißt... Herr Stegner, Sie müssen mir nicht erklären, was Krieg bedeutet, nein, oder dass ich es nicht zur Kenntnis nehme. Also das. Nein, Sie argumentieren, aber wenn ich das auch mal sagen darf, ich verstehe Sie so, Sie argumentieren, alles ist besser als auch vielleicht eine zeitliche, temporäre Nicht-Erreichung der territorialen Ziele, die man hat. Aber Krieg heißt eben jeden Tag Tod durch Bomben, durch Raketen und all diese Dinge, die damit verbunden sind. Herr Stegner, ich sage Ihnen ja, Sie reden über Krieg. Ich weiß nicht, waren Sie schon mal an der Frontlinie irgendwo? Nein. Also kann ich Ihnen vielleicht berichten, wie es dort ist. Nämlich, wenn Sie dort mit den Soldaten sprechen, selbst die, die dort 2 Jahre sind, sagen, wir stehen hier, um die nächsten Dörfer und die nächsten Städte zu verteidigen, die Russland einnehmen könnte, wenn sie über diesen Schützengraben hinwegkommen. Und wenn man Sie fragt, wenn man die Soldaten dort fragt, genau das, seid ihr für Verhandlungen oder wollt ihr, dass das jetzt stoppt, dass es jetzt Verhandlungen gibt, dann sagen sie nein. Oder ich habe dort mit Hunderten wahrscheinlich in den letzten Monaten gesprochen. Sie sagen, dass das nur bedeuten würde, dass Putins Armee nach Wochen, nach Monaten weitergehen wird und mit noch mehr Truppen auf sie zumarschieren wird. Und dass sie es nicht ertragen könnten, diese ukrainischen Städte und Dörfer an russische Truppen zu geben, die unfassbare Gräueltaten in anderen bereits angerichtet haben. Ich glaube, dass die Angehörigen derer, die dabei sterben, und das sind sehr viel mehr, als wir in offiziellen Zahlen hören, nach allem, was man weiß, dass das so ist. Ich habe mich als Student schon damit beschäftigt, wie das im Ersten Weltkrieg war oder auch in anderen Kriegen, wo dann gesagt wird, aber die sterben ja für ein gutes Ziel, die sterben für die westlichen Werte, da werfen sich Leute hier in warm geheizten Wohnzimmern im Westen in die Brust und reden darüber. Aber Sie können das stört mich. Der Stellungskrieg hat schon manchen Stellen Ähnlichkeiten. Aber mit dem, ich sage nur ganz einfach, ich wünsche mir eine Situation, wo es möglich ist, dass jedenfalls das tägliche Sterben in diesem Ausmaß, wie wir es haben, mitten in Europa aufhört und wir über Wege reden mit Druck, mit Hilfe von anderen. Aber was soll denn dieser Druck sein? Zum Beispiel, ich glaube, das ist anders als andere. Viele sagen, China profitiert davon. Die haben billige Energie, die unterstützen die Russen. Mein Eindruck ist das nicht. Ich glaube, China möchte Wirtschaftsbeziehungen zu Europa haben. Allemal in dem, was sich da im Dualismus mit den USA tut. Und denen gefällt das mit dem Krieg nicht. Und anderen gefällt es übrigens auch nicht. Und die haben vielleicht mehr Einfluss, als wir das haben. Das sind übrigens auch mehr Menschen. Ich glaube, dass Länder wie Indien und China, vielleicht will China auch noch ein bisschen mehr gebeten werden, als uns das gelingt. Stattdessen gehen wir hin und sagen, das ist ja eine Diktatur, die gefällt uns auch nicht. Wir haben in vielen Ländern in der Welt Diktatoren an der Spitze. Schreckliche Regime im Iran. Uns gefällt der türkische Regierungschef nicht. Wir haben ein Problem in China. Wir haben eins in Nordkorea. Wir haben eins in Russland. Weite Teile der Welt werden in der Form regiert, die uns nicht gefällt. Realpolitik heißt aber, man muss mit denen reden und teilweise muss man mit ihnen auch Dinge zusammentun. Und die Chinesen zum Beispiel könnten sehr wohl und tun das ja auch Druck auf Russland ausüben. Wenn wir darauf schauen, was in der SPD los ist, ja,
und wir die Aussagen von Rolf Mütze nicht sehen, ihre Aussagen sehen. Gleichzeitig gibt es aber zum Beispiel ihren Verteidigungsminister, der sich jetzt massiv gegen diese Formulierung gewandt hat und sinngemäß gesagt hat, dass es das Falsche sei, und andere auch in der Partei, in der SPD, die sich dagegen wehren, von einem Einfrieren zu sprechen, also die Mütze nicht da indirekt zumindest klar kritisieren. Wie nehmen Sie da die Mehrheitsposition in der SPD wahr? Also, ich habe das gelesen, was Boris Pistorius gesagt hat. Und Boris Pistorius hat gesagt, es kann nicht so etwas wie einen Siegfrieden geben. Siegfrieden war übrigens damals die Bezeichnung, die für Versailles eingeführt worden ist. Also, das ist ein bisschen problematische Begrifflichkeit, weil sie eigentlich am Ende eine Interpretation war, die Nazis verwendet haben. Aber das Wort Siegfrieden, dass es das nicht sein kann, das unterstreiche ich vollständig. Da hat von Boris Pistorius völlig recht. Und nichts dergleichen hat der Fraktionsvorsitzende Ralf Mütze nicht gesagt. Also Siegfrieden hieße ja, dass Russland damit durchkommt, mit Gewalt Grenzen zu verändern. Das wollen wir ausdrücklich nicht. Das hat Ralf Mütze nicht sogar in seiner Rede, in der Rede, er hat 10 Minuten gesprochen, am Donnerstag gesagt, dass wir das nicht machen, dass wir eben mitnichten in die Souveränität der Ukraine eingreifen. Wie kämen wir dazu, dass wir mitnichten Vorschläge machen, Gebiete abzulehnen? Aber Herr Stegner, nichts bei allem Respekt, Sie sind doch lange genug in der Politik. Wenn jemand dann so ein Wort benutzt, dann ist doch völlig klar, wie die Diskussion verläuft. Sie können doch jetzt nicht sagen, der hat das alles gar nicht so gemeint und nein, eigentlich meint das anders. Nein, das behaupte ich auch gar nicht. Ich sage nur, er war mutig, weil er nämlich das Problem adressiert hat, was, um das die Leute alle rumreden. Die diskutieren nämlich ausschließlich über die Frage, und zwar mit ganz doll vielen Waffenexperten. Ich bin da ganz fasziniert. So viel wie Bundestrainer und Epidemiologen haben wir Waffenexperten, die darüber reden, wie der Krieg am besten geführt werden kann. Und Rolf Mützenich hat die Frage adressiert, wir dürfen nicht nur darüber reden, wie der Krieg geführt werden kann und möglicherweise gewonnen, vielleicht aber auch nicht. Und deswegen muss man auch über die Frage reden, wie er beendet werden kann. Das war der Satz, den er verwendet. Ihnen gefällt der Begriff mit dem Einfrieren nicht. Ich habe versucht, das zu interpretieren. Das akzeptieren Sie nicht. Geschenkt. Ich sage Ihnen nur, der Punkt war, dafür zu sorgen, dass auch über die Frage diskutiert wird, wie der Krieg beendet werden kann, ohne dass Putin seine Ziele erreicht. Gehen Sie davon aus, dass die Taurus-Debatte, die ja im gleichen Atemzug diskutiert wurde im Bundestag, jetzt vorbei ist? Oder gehen Sie davon aus, dass von den Grünen, gerade von Annalena Baerbock, die sich ja wieder geäußert hat, da weiter Druck gemacht wird? Also ich glaube, dass es eine gute Gründe gibt, dass das Entscheidungen sind, die im Bundessicherheitsrat gefällt werden, und zwar einstimmig, und dass der Bundeskanzler das tut, was die Bevölkerung von ihm auch erwartet, nämlich dass er Schaden fernhält vom deutschen Volk. Das tut er, glaube ich. Und das Problem ist, ich habe an geheimen Sitzungen teilgenommen, dass diejenigen, die daran auch teilgenommen haben, wissen, dass das nicht öffentlich wird, und dann nach außen behaupten, es gäbe gar keine Gründe, die dagegen sprechen. Das kann man leicht machen, weil man sozusagen den Nachweis nicht antreten muss. Und ich wundere mich manchmal über die schneidigen Formulierungen, die Kollegen haben. Die sagt das nochmal, die können sich irren, das schadet niemand. Wenn der Bundeskanzler sich irrt, dann schadet das ganz stark. Die Menschen müssen sich darauf verlassen können, dass er das abwägt und dass er besonnen und solide das macht. Das tut er. Und bin da ganz zuversichtlich, dass man kann beschimpft werden, so viel man will. Mir passiert das ganz oft in öffentlichen Diskussionen, 1:4, 1:5. Ist fast immer so. Die Bevölkerung sieht das, glaube ich, anders. Und insofern bin ich da zuversichtlich, dass die Debatte ein anderes Ende gewinnt nimmt. Gewinnt man mit einem Taurus-Nein Wahlen? Ich glaube nicht, dass wir über Waffensysteme, einzelne Waffensysteme ständig reden sollten. Andere Länder machen das auch nicht. Aber es gilt schon der Hinweis, Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Also Friedenswahlkampf. Ich sage nochmal, wir müssen ihn gar nicht betreiben. Die Menschen kommen selbst und wollen wissen, können wir sicher sein, dass Deutschland nicht in den Krieg hineingezogen wird? Und der Bundeskanzler gibt darauf die Antwort, die mein Kanzler darauf richtigerweise gibt. Und ja, in der Tat, das ist auch in der Geschichte der SPD so gewesen. Und der Gerd Schröder, bei dem wir heute viel geredet haben und mit dem ich in seiner Altersbetätigung nicht mehr viel gemein habe, der hat nicht vor wenigen Jahren ist, ja, an dem Irakkrieg nicht mitgewirkt, wo die Oppositionsführerin seinerzeit in Washington für geworben hat. Viele wissen, dass das historisch richtig war. Und ich nenne Ihnen noch ein anderes Beispiel. Also ist das ein Vorbild für Sie? Ich nenne Ihnen noch ein anderes Beispiel. Ist das ein Vorbild für Sie jetzt? Ich nenne Ihnen mal ein richtiges Vorbild von mir. Ein anderes Beispiel, John F. Kennedy. Ja, also. Nein, lassen Sie mich das sagen. Lassen Sie jetzt mal bei Schröder bleiben. Der Kennedy hat in der Situation, wo es am gefährlichsten war, dass ein dritter Weltkrieg ausbrechen würde in der Kuba-Krise, ganz ähnlich wie heute auch, dem Druck widerstanden, dem öffentlichen Druck, jetzt den Russen richtig eins auf den Kopf zu hauen, hat gesagt, nein, ich habe aus dem Ersten Weltkrieg gelernt, ein Buch gelesen der Historikerin Barbara Tuchmann, man muss in Kriegssituationen sich in die Perspektive des anderen hineinversetzen, gerade wenn man sie nicht teilt, um Katastrophen zu vermeiden. Die Wissenschaft ist sich inzwischen einig,
dass die Kennedy-Antwort in der Kuba-Krise den Dritten Weltkrieg verhindert hat. Das ist ein Vorbild für mich. Das ist jemand, der ist scharf kritisiert worden in seiner Zeit, auch als Taube. Was ist mit Gerhard Schröder und seinem Anti-Irak-Krieg-Wahlkampf? Ist das ein Vorbild für Sie? Seine Entscheidung, Deutschland nicht in den Krieg in den Irak zu beteiligen, die war richtig. Und die Bevölkerung hat das damals so gesehen. Sonst kann man die Situation nicht miteinander vergleichen. Wir haben eine ganz andere Situation. Aber Sie sollten nicht so tun, als ob für die SPD Frieden eine taktische Frage wäre. Das sollte man auch nicht zu einer taktischen Frage machen. Das wird aber so in den letzten Wochen. Das hätten Sie gerne. Das wird aber nicht so sein. Aber diejenigen, die das jetzt behaupten, die werden sich noch wundern, die Bevölkerung ist nicht dumm. Die Menschen lassen sich nicht an der Nase herumführen. Die nehmen das zur Kenntnis, was Herr Macron sagt. Und die nehmen zur Kenntnis, dass der Herr Merz gesagt hat, momentan stehe das nicht an, war seine Antwort. Ist ja doll. Momentan stehe das nicht an mit Bodentruppen. Ich sage Ihnen, Bodentruppen heißt Dritter Weltkrieg. Das will niemand. Herr Stegner, we agree to disagree. Herzlichen Dank, dass Sie heute da waren. Vielen Dank, denn ich finde es immer wichtig, gerade mit Menschen zu sprechen, die das ganz anders sehen als ich. Da gehören gerade in dieser Frage, was die Ukraine angeht, Sie ganz sicher dazu. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und alles Gute. Danke. Sehr gerne, Ihnen auch.